Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Disney Dreamlight Valley. Ich wollte gerade sagen, ich muss mich hier erstmal suchen. Wir haben auch Post bekommen, da schauen wir doch mal kurz nach. Der Sternenfahrt, Wunder von Pixar hat begonnen. Ah, wieder nur ein Sternenfahrt. Okay, Geschenk für die Herausforderung der Community. Eine Kanne. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging, weil ich mache diese Community-Sachen hier leider nicht mit. Oder was heißt leider? Es ist mir halt zu teuer. Wir haben immer noch zwei Spielzeug-Aliens übrig. Und wie man jetzt gerade schon gesehen hat, es gibt eine neue Quest, so wie es aussieht. Es gab zumindest ein Update und zwar müsste das hier gewesen sein. Es ist leider keine Markierung drin, wo das Ganze anfängt. Warum ist das hier so offen? Moment, hier das Haus wurde gezeigt. Wir können es endlich betreten. Wir können endlich das Haus betreten. Ich bin happy. Oh, das sieht aber schön aus. Und alles nach Kürbis eingerichtet. Richtig, richtig cool. Nicht weglaufen. Ich wollte doch mit dir reden. Frau Blumenkopf. Oh je. Ist das wirklich? Das kann doch nicht sein. Oh, lass mich dich ansehen. Gameplayerin. Oh, du bist es, nicht wahr? Du bist bestimmt die gute Fee. Aber ja, natürlich. Also, wo ist der Zauberstab? Oh, ich war sicher, ich. Oh, oh je. Ich habe ihn in der Hand, oder? Nun, dann ist wohl ein Problem gelöst, nicht wahr? Jetzt, da du hier bist, können wir vielleicht gemeinsam ein weiteres lösen. Aber lass mich noch einen Blick auf dich werfen. Es ist schon viel zu lange her, Kindchen. Du bist es wirklich, nicht wahr? Nicht dieser Schatten deiner selbst? Schatten meiner selbst? Meinst du das vergessen? Ja, aber jetzt bin ich mir sicher, dass du es bist. Was für eine Erleichterung. Ich habe versucht, ein magisches Rätsel zu lösen, das Vergessen hinterlassen hat. Vor langer Zeit stahl das Vergessen die Kugel der Erinnerung und versteckte sie zusammen mit einigen verlorenen Erinnerungen in der Traumwelt. Welche Art von Erinnerungen hat das Vergessen versteckt? Ich fürchte, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Das ist einer der Gründe, warum ich mich so sehr gefreut habe, dich zu sehen. Ich habe den Eindruck, dass Vergessen dieselben Dinge vergessen will, die du vergessen wolltest. Was mich betrifft, ich fürchte, ich brauche keine Traumwelt oder Zaubersprüche, um Dinge zu vergessen. Ich scheine das ganz gut alleine zu schaffen. Deshalb binde ich mir immer meinen Umhang um, weißt du? Sonst wüsste ich gar nicht mehr, wo ich ihn hingetan habe. Was ist die Traumwelt? Du erinnerst dich vielleicht nicht an den Namen, aber du warst schon mal dort. Fast jedes Mal, wenn du deine Augen geschlossen hast. Die Traumwelt ist der Ort zwischen den Träumen und der wachen Welt. Die Regeln dort, nun, sie sind ein bisschen durcheinander. Es ist ein guter Ort, um Dinge zu verstecken, wie zum Beispiel eine Kugel oder vielleicht Erinnerungen, die man lieber vergessen möchte. Wie bekommen wir die Kugel zurück? Nun, das versuche ich die ganze Zeit. Aber jeder Zauber, den ich ausprobiert habe, hat einfach nicht funktioniert. Du meinst, du warst die ganze Zeit in diesem Kürbishaus und hast versucht, alles alleine herauszufinden? Ja, aber ich fürchte, ich habe es bis jetzt nur verpatzt. Das Vergessen hat die Tür zur Traumwelt hinter einer mächtigen Illusion versteckt. Und egal, was ich mache, ich kann sie einfach nicht öffnen. Oh, aber jetzt bist du hier. Deine Magie. Sie ist genau wie die des Vergessens. Vielleicht, wenn wir unsere Magie miteinander kombinieren. Schon dabei. Eine Verzauberung zur Zerstörung der Illusion kommt sofort. Es gibt nichts auf der Welt, was ich mehr bewundere als jemanden, der sich an seine Aufgaben erfreut und sie nicht als lästige Pflicht ansieht. Bevor die Nachtdornen mich vom Rest des Dorfes trennten, gelang es mir, eine Handvoll Zauberbücher zu ergattern. Besonders eine Verzauberung scheint sehr vielversprechend zu sein. Wärst du so nett und würdest ein paar gereinigte Nachtscherben dafür sammeln? Ich kümmere mich um den Rest. Triff mich einfach wieder hier, wenn du es gefunden hast. Verlorenes muss wiedergefunden werden und ich weiß, dass wir uns auf dich verlassen können. Und jetzt hinfort mit dir, Bibidi-Babidi-Bu. Bibidi-Babidi-Bu.
Sammle gereinigte. Ach so, gereinigte. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe doch genug davon da. Aber natürlich keine gereinigten. Die muss man ja herstellen, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, die beiden sind ausnahmsweise mal wach. Oha, oha, oha. Dann gehe ich doch nochmal ganz schnell in das Haus rein. Was war denn das gerade für eine Musik? Hilfe! Aber hier ist kein Dings hier. Wo kommt die Musik jetzt her? Hallo? Hilfe? Was ist das? Wenn ich ins Haus reingehe, ist wieder alles normal. Oh Junge, heute ist es aber schön. Ja, es sind 30 Grad. Schön ist relativ. Es wäre schön, wenn ich die Fenster öffnen dürfte. Aber dank unserer super tollen Nachbarn hier, die nichts Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag ihre Scheißmusik auf vollen Anschlag zu drehen und ich dann überhaupt nichts verstehe bei der Aufnahme, muss ich leider meine Fenster komplett zumachen, was natürlich mega geil ist in einer Dachgeschosswohnung mit 30 Grad. Vielen Dank dafür, liebe Nachbarn. Achso, Klimaanlage habe ich auch keine. Was ist das hier für eine blöde Musik? Immer wenn ich mich so drehe. Ganz komisch. Hä? Moment mal eben. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es nervt mich. Also die Einstellungen stehen immer noch auf, dass keine Musik angestellt ist. Aber irgendwoher kommt diese komische Musik die ganze Zeit. Oh, was ist das denn? Nachdenkliche schwarze Schaufensterpuppe? Ach, herrje. Das ist ja schön und gut, aber was kann ich mit der machen? Hand an der Hüfte, entspannt. Sind wahrscheinlich alle gleich teuer. Nee, trockenes Holz brauche ich dafür. Dafür brauche ich Hartholz. Ich stelle mal eine her. Schau mir die dann mal bei mir zu Hause an. Keine Ahnung, was das ist. Da, gereinigte Nachtschirme. 5 Stück, glaube ich, brauchten wir. So, bevor wir jetzt rübergehen, das ist ja wieder eine tolle Ansicht hier, schauen wir mal eben wegen der, ja, wo drunter ist sie denn, unter Dekor? Da sind die Schaufensterpuppen ja auch drunter. Theoretisch ja, praktisch natürlich nein. Hm. Warum ist die eine Schaufensterpuppe unter Dekor und die andere nicht? Oder ist die eventuell für draußen? Das wäre dann ja doof. Alles? Wenn ich jetzt auf alles gehe, kann es sich tatsächlich nur um Stunden handeln, bis ich dann tatsächlich das gefunden habe, was ich eigentlich suche. Das wäre jetzt natürlich richtig doof, wenn das für draußen wäre, weil, ja, dann habe ich das umsonst gemacht. Bei mir möchte ich natürlich draußen nichts hinstellen, also nichts derartiges. Virtueller Schreibtisch, da müssten wir uns auch noch drum kümmern. Wir haben ja einige Sachen, also ich habe einige Sachen bekommen, dadurch, dass ich Twitch geguckt habe. Hier diese Gamer-Schreibtisch zum Beispiel. Da ist die Schaufensterpuppe. Stellen wir mal hier hin. Können wir mit der jetzt irgendwas Spezielles machen? Interagieren? Bearbeiten? Oh mein Gott, die sieht aus wie ich. Hilfe, ich wurde geklont. Das ist krass. Nochmal interagieren. Und dann kann ich sie anders anziehen, oder was? Bearbeiten? Bearbeiten ist anscheinend immer das. Ach so. Dann kann ich in mein Zimmer gehen und verschiedene Outfits darüber abspeichern. Verstehe ich das richtig? Das ist gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Ja, wir müssen erstmal wieder zur Fee zurück. Moment, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Da, ne? Genau. Und ich hätte immer noch gerne eine Sprint-Taste. Doch, du sollst dich da nicht hinsetzen. Du sollst bitte reden, Mann.
Vor allen Dingen, wie die Augen verdreht hat, gerade als sie sich hingesetzt hat. Oh, sieh mal einer an. Du hast alles gefunden, worum ich dich gebeten habe. Wir waren ja nur 5 gereinigte Nachtscherben. Mal sehen. Ja, das sollte genügen. Nun komm, sei flink wie der Wind. Zur Traumwelt geht's geschwind. Endlich. Ich kann es kaum erwarten, ein paar Antworten zu bekommen. Nun, wenn es Antworten sind, die du suchst, wirst du sie bekommen. Die Traumwelt spiegelt deine Gedanken wieder, ohne etwas dazu gesponnen zu haben. Nun denn, wir treffen uns auf dem Berg in der Mitte vom vergessenen Land. Bis bald. Du warst ja so hilfsbereit. Was hat die jetzt gerade gemacht? Nochmal die Kürbisse gegossen oder was? Okay, im vergessenen Land. Ach, das war die sonnige Ebene. Ich bin natürlich wieder komplett falsch. Da. Ah, in der Mitte. Ach, hier ist die Mitte. Wir sind da. Der Übergang zwischen dem Dreamlight Valley und der Traumwelt. Darin befindet sich ein Ort zwischen dem wachen Zustand und diesem Reich. Dem Reich der Träume. Es ist nicht so beeindruckend, wie ich erwartet hatte. Das liegt daran, dass du nicht nur mit deinen Augen schauen musst. Fokussiere deine Magie und schon bald wird sich alles enthüllen. Verschwinde, Illusion des Vergessens, zerbrich. Traumwelt, zeige dich. Und jetzt hinfort mit dir. Ein Baumhaus. Ja. Okay, machen wir. Aha. Eine Kugel fehlt. 2 Kugeln fehlen. 3 Kugeln fehlen. Ja, 3 Kugeln fehlen. Wir sind angekommen. Es ist eigenartig, nicht wahr? Es ist, als wären wir weit gereist und als hätten wir nichts weiter getan, als unsere Augen zu schließen. Dieser Ort ist fantastisch. Das ist er in der Tat. Die Traumwelt wurde aus reiner Fantasie erschaffen, um den Vergessen zu helfen, etwas sehr Wichtiges zu schützen. Die Kugel der Erinnerung liegt auf dem Sockel in der Mitte des Raumes. Oh, aber ich fürchte, ihre Macht ist erloschen. Wenn wir sie wiederherstellen wollen, müssen wir die Erinnerung finden, die das Vergessen verstreut hat. Wie machen wir das am besten? Jede Erinnerung bringt etwas von den Tugenden, die in Vergessenheit geraten sind. Viele sind bereits hier, um gefunden zu werden. Lass uns überall die Erinnerungen bergen. So, das hätten wir. Auf Wiedersehen. Nein, nicht nochmal was suchen. Sammle die Erinnerung des Vergessens. Achso, von den Sockeln. Von den Sockeln? Also die, die jetzt schon hier sind, oder was? Ah ja. Sieht ein bisschen aus wie Clockwork City in Teso. Aber ist ja auch nur ein mini kleiner Ausschnitt. Vor allen Dingen sieht das hier alles so schön aus wie bei, wie hieß das, Fenrix oder so? Dieses eine Spiel. Mit den Göttern im Olymp. Okay. Jetzt brauchen wir noch die Erinnerung an die Liebe. Die beste und wichtigste Erinnerung. Aber uns fehlen noch 3 Erinnerungen, genau wie ich gesagt hatte. Das finde ich nicht nett. Wie sieht das denn hier aus? Ich habe alle Erinnerungen aufgesammelt, aber es fehlt immer noch einiges. Ja. Diese Erinnerungen sind Teile von etwas Größerem, was das Vergessen verbergen wollte. Ich befürchte, das Vergessen hat hier etwas Tiefgründiges versteckt. Wenn wir es aufdecken wollen, nun, es wird nicht so einfach sein, wie die Erinnerungen zu finden. Ich fürchte, du wirst die verlorenen Erinnerungen des Vergessens selbst erleben müssen. Können wir jemand anderen bitten, sie zu erleben? Vielleicht Goofy? Ich muss zum Vergessen werden? Ja. Aber nur in einem bestimmten Ausmaß. Die Traumwelt hat nur die Macht zum Zeigen. Wie mache ich das? Wie erlebe ich die Erinnerung des Vergessens?
Die Traumwelt folgt immer einen Ausweg und gewinnt. Folge mir so schnell wie der Wind. So, da. Auf geht's, Gameplayerin. Es ist an der Zeit, durch das erste Portal zu schreiten. Dort befindest du dich in einer der ältesten Erinnerungen des Vergessens. Solange du dich in der Erinnerung befindest, bist du das Vergessen. Du siehst und hörst, was die Vergessenen sahen und hörten. Aber vor allen Dingen fühlst du alles, was das Vergessen fühlte. Endlich werde ich mehr verstehen. Ich fürchte, es wird nicht so einfach sein. Aber ich werde hier auf dich warten und dir dabei helfen, alles zu verstehen. Was auch immer du auf der anderen Seite findest, es muss dem Vergessen wichtig gewesen sein. Es könnte sogar dafür verantwortlich sein, wie das Vergessen zu dem geworden ist, was es ist. Wenn du bereit bist, schreite durch das Portal und sieh, welches Schicksal brachte das Vergessen auf die Knie. Wir sehen uns bald wieder. Okay. War das Goofys Haus? Wir sehen ja schon cool aus irgendwie, ne? Kriegen wir das dann auch, um uns so anzuziehen? Das wäre doch mal geil. Hallo, Mickey. Hallo. Oh, hallo, Gameplayerin. Du bist genau die Person, nach der ich gesucht habe. Du hast nach mir gesucht? Aber wieso? Wer interessiert sich schon für mich? Hm. Du liegst mir wirklich am Herzen. Und du scheinst in letzter Zeit nicht du selbst zu sein. Gibt es etwas, worüber du reden möchtest? Niemand versteht mich. Ich habe gerade... Nein, es ist nichts. Es ist in Ordnung. Wieso kann ich nie sagen, was ich fühle? Ach. Bist du dir sicher, dass alles in Ordnung ist? Alles ist schlimm. Es ist alles in Ordnung. Mir geht's gut. Mir geht's super. Mir geht's fantastisch. Was soll das bringen? Es würde sowieso niemand kapieren. Na gut, aber wenn du mal reden willst, bin ich immer für dich da. Worüber wolltest du überhaupt mit mir reden? Oh, richtig. Das hätte ich fast vergessen. Mir ist aufgefallen, dass im Tal viele neue Blumen wachsen. Ich wollte für Minnie einen großen Blumenstrauß machen, um ihr zu zeigen, wie besonders sie ist. Ich dachte, du könntest mir vielleicht helfen, weil du die Beste im ganzen Tal bist, wenn es darum geht, schöne Blumen zu pflücken. Sicher doch. Gut. Ich pflücke dir ein paar Blumen. Das werde ich wahrscheinlich auch wieder versauen. Dankeschön. Und vergiss nicht, ich bin immer da, wenn du reden willst. Denk mal, das sind die... Ja, das sind die Blumen. Ich soll ein paar hässliche Blumen pflücken, um eine Art Blumenstrauß daraus zu machen. Man soll aber keine hässlichen Blumen pflücken. Das hat er nicht gesagt. Hatte ich da gerade nicht noch... Da ist doch noch was. Was ist denn das hier? Anscheinend ist das irgendwas für die nächste Aufgabe oder so. Das auch. Gibt es denn hier noch Blumen? Alte, verwelkte Blumen. Eine brauche ich noch. Ist das? Ja, das ist eine Blume. Sehr schön. Stelle an der Werkbank in der Nähe von Goofys Haus. Hier. Einen abscheulichen Blumenstrauß her. Wozu braucht man überhaupt einen schönen Blumenstrauß? Ja, warum, ne? Da. Finde Mini bei der Säule und gib ihr den abscheulichen Blumenstrauß. Denn du musst hier ja alles machen. Ja, das regt mich schon die ganze Zeit auf, dass ich ja alles alleine machen muss, ne? Also die kriegen ja nichts ohne mich auf die Kette hier. Ja. Gut, dass du hier bist. Ach du meine Güte. Was ist das? Es ist ein Geschenk von Mickey. Oh. Ein Strauß. Oh, Gameplayerin. Er ist so... Oh. So originell. Hat
Hat Mickey ihn gemacht? Nein, das war ich. Wie nett von dir. Ich bin dir sehr dankbar, Gameplayerin. Bevor du gehst, wollte ich mich vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Du scheinst in letzter Zeit nicht ganz du selbst zu sein. Warum sagen das alle? Mir geht's gut. Das freut mich zu hören. Nochmals danke für die Blumen. Sie sind eine liebevolle Geste. Ich werde sofort eine Vase für sie suchen. Sie sehen aus, als bräuchten sie nur ein wenig Liebe und Pflege, wie wir alle manchmal. Ich glaube nicht, dass das hilft. Tschüss! Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Hoffentlich nicht. Also, das kommt jetzt nicht von mir, sondern das wird sie wahrscheinlich jetzt gedacht haben. Ich spiele ja jetzt hier sozusagen das Böse. Hallo! Oh, hallo, meine Liebe! Hattest du Glück bei der Suche nach ein paar schönen Blumen? Ich habe einige schöne Blumen gefunden. Hab einen Blumenstrauß daraus gemacht und den Mini gegeben. Hast du das? Vielen Dank. Aber du müsstest das nicht noch alles alleine machen. Du hättest sie mir einfach geben können und ich hätte mich um den Rest gekümmert. Oder noch besser, wir hätten es gemeinsam machen können. Ich hab's schon wieder versaut. Jetzt ist es erledigt, also was soll's, schätze ich. Das ist okay, meine Liebe. Ich werde einfach mal nachsehen, wie sie Mini gefallen haben. Nochmals vielen Dank. Sag mal, ich glaube, Goofy sucht dich. Vielleicht kannst du nach ihm sehen. Bis bald. Oder auch nicht. Goofy. Schön, dich zu sehen. Hi, Gameplayerin. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal ein leckeres Gericht zusammen gegessen haben. Ich bin nicht wirklich hungrig. Ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern. Ich habe gerade die saftigste Garnele gefischt, die ich je gesehen habe. Wie wäre es, wenn ich sie dir gebe und du dann die restlichen Zutaten zusammensuchst und wir eine Bouillabaisse machen? Okay. Meinetwegen. meinetwegen. Die können wir jetzt nicht mehr nehmen, ne? Karotte, Tomate, Muschel. Das sah mir jetzt aber nach nichts von den drei Dingern aus hier. Es soll eine Tomate gewesen sein. Okay, verstehe. Dann ist das wohl die Muschel? Eine Muschel. Können wir da auch runtergehen? Ne, da war nur das, der Eingang, ne? Hier ist noch eine Muschel. Und wir brauchen noch eine verrottete Karotte. Habe ich eben nicht gesehen auf dem Weg nach hier. Da können wir nicht runter. Das ist doch die Karotte, aber die kann ich nicht aufnehmen. Ja, aber das ist eine Blume. Ah, Moment, da ist noch was. Sehr schön. Und irgendwie hing ich jetzt gerade komplett im falschen Bild. Ich weiß auch nicht, was das jetzt gerade war. Ich schaue mal kurz nach. Nein, aber mit der Aufnahme scheint alles zu stimmen. So, koche die Bouillabaisse. Achso, da hinten kann ich kochen, ne? Haben wir die denn? Eklige Bouillabaisse. Ja, perfekt. Automatisches Auffüllen. So, okay. Das ist doch schön, wenn wir jetzt ein neues Rezept gelernt haben. Goofy. Kannst du einfach mal darum rumlaufen? Dankeschön. Bitteschön, eine eklige Bouillabaisse. Hallo, Kumpel. Ui, du hast das ganze Gericht alleine gekocht? Danke, Gameplayerin. Aber ich hatte gehofft, wir könnten das gemeinsam kochen. Oh. Oh, das ist schon okay. Immerhin können wir es gemeinsam genießen, oder? Ich habe keinen Hunger. Geht es dir gut?
als ob das irgendjemand verstehen würde. Selbst wenn ich es ihnen erklären könnte. Mir geht's gut. Okay. Aber weißt du, ich bin immer da, falls du mich brauchst. Dann stürze ich mich jetzt auf das Gericht, was du für mich gekocht hast. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Es riecht irgendwie interessant. Ich hebe es mir für später auf. Das muss eines dieser Gerichte sein, das noch besser wird, wenn man es eine Weile ruht. Ich glaube, Minnie hat nach dir gesucht. Du solltest vielleicht nachsehen, was sie will. Wir sehen uns. Schon wieder. Minnie möchte mit dir reden, schon wieder. Hallo. Brauchst du etwas? Oh ja. Was darf es denn diesmal sein? Ich möchte dir nur sagen, dass du geliebt wirst. Was? Ich? Natürlich. Jeder hier sorgt sich sehr um dich. Du darfst dich nicht scheuen, deinen Freunden zu sagen, was du fühlst. Auch wenn du dich dabei vielleicht ein bisschen albern vorkommst. Ich wünschte, ich könnte verschwinden. Gameplayerin? Es ist alles in Ordnung. Mir geht's gut. Danke für das Gespräch. So, zwei Teile fehlen immer noch. Du bist zurück. Prächtig. Was hast du alles gelernt? Es war so komisch. Ich habe alles gefühlt, was das Vergessen gefühlt haben muss. Das Vergessen konnte keine Gefühle mehr teilen. Nee, eigentlich hat es mir die Lebenslust verloren, ne? Hat die Lebenslust verloren. Es war so ein wundervoller Tag im Tal, aber alles erschien wie eine Pflicht. Oh je, es ist wirklich traurig, wenn das, was einmal Freude gemacht hat, jetzt nur noch Ärger und Kummer macht. Ich fürchte, dass der Schlüssel zum Aufhalten des Vergessens in einer anderen Erinnerung liegt. Hast du wenigstens das Gefühl, dass du das Vergessen jetzt ein wenig besser verstehst? Ja. Das Vergessen hat nie darum gebeten, hier festzusitzen. Wenn ich mich so einsam und frustriert fühlen würde, würde ich wahrscheinlich auch einige der Dinge machen, die das Vergessen getan hat. Viele würden das. Aber nur weil wir das Vergessen verstehen, heißt es nicht, dass wir mit dem Weg, den es eingeschlagen hat, einverstanden sein müssen. Hoffen wir, dass die nächste Erinnerung der Schlüssel ist, um das Vergessen zu finden und zu helfen zu können. Gameplayerin, folge mir. Im Handumdrehen. Hier gibt es noch so viel mehr zu sehen. Ja, ich bin mir allerdings nicht sicher, wie lange das Ganze noch dauern wird. Deswegen kann es eventuell sein, dass wir hier einen kleinen Cut machen. Ja, und den werde ich an dieser Stelle auch machen, weil die Folge insgesamt über eine Stunde gedauert hat. Deswegen bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.